Ja, herzlich willkommen zurück zu City Skylines, meiner kleinen Tutorial-Reihe. Und wir sind kurz davor, die 2600-100 zu erreichen und den nächsten Meilenstein auszulösen. Aber bevor wir den auslösen, sage ich euch nur mal ganz kurz, wo meine Problematik zurzeit ist. Und zwar habe ich zwar sehr, ja, relativ gute Einnahmen. Das Problem ist bloß, dass ich aber mit meiner Stromerzeugung ein bisschen an die Grenzen langsam stoße. Deswegen habe ich jetzt auch hier günstige Windkrafträder hier hingestellt, um ja meinen Strombedarf zu decken einigermaßen. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall diesen Sprung bzw. den nächsten Meilenstein, mit dem ich erstmal wieder flüssig bin und mir ein ordentliches Kraftwerk wieder bauen kann. Also das wird dann das nächste sein, was ich dann tun werde mit dem Geld. So, das dürfte jetzt gleich soweit sein. Wie ihr seht, ich habe die Stadt ziemlich erweitert. Hier gibt es oben kleine Reports, dass sie keinen Strom haben, aber das kommt jetzt einfach deswegen, weil ich halt schon im gelben Bereich bin bei denen. Und ich rutsche langsam ins Rote ab, also jetzt wird es langsam kritisch und das muss vermieden werden. Gut. Die boomende Kleinstadt, der Meilenstein, den habe ich erreicht. Schauen wir uns einfach mal zusammen an, was es Neues gibt, beziehungsweise was uns freigeschaltet worden ist. Und zwar gibt es einmal neue Gebiete. Kann mir wieder ein neues Grundstück kaufen. Dann gibt es Transport ist mir freigeschaltet worden. Bei den einzigartigen Gebäuden ist was dazugekommen. Ein Bus ist dazugekommen, der gehört zu dem Transport mit dazu. Die Erzindustrie ist freigeschaltet worden bei den Rohstoffen. Also zurzeit, wenn ihr euch noch daran erinnert, habe ich ja Forstwirtschaft freigeschaltet und Landwirtschaft, wobei ich nur Landwirtschaft im Moment nutze. Dann gibt es neue Richtlinien, die könnt ihr euch dann selbst im Einzelnen ansehen, wenn ihr bei euch im Spiel schon so weit gekommen seid. Und es gibt neue Straßen, die hinzugefügt wurden. Und das sind eigentlich die drei neuen Gebäude, die es hier gibt. Einmal das Busdepot, dann eine fortschrittliche Windturbine, die ein bisschen mehr erzeugt als diese maximalen 8 Watt, sondern die geht, glaube ich, hoch bis zu 16, wenn ich mir nicht noch recht entsinne, können wir aber dann gleich mal gucken. Und dann gibt es einen Friedhof. So, dann stoppen wir das Ganze. Ich wollte noch irgendwas zeigen gegenüber letzten Mal, was ich vergessen hatte. Wo war es denn? Das hatten wir, die Bevölkerung. Ich glaube, das ist der Bodenrichtwert. Den wollte ich euch noch zeigen, weil den hatte ich, glaube ich, das letzte Mal euch nicht gezeigt. Und zwar seht ihr hier, habt ihr eine kleine Übersicht, wie sich der Bodenwert verhält. Der Bodenwert ist, ja, der Quadratmeterpreis, der durchschnittliche, mehr oder weniger. Und es ist halt ganz gut, wenn der Bodenwert recht hoch ist, weil dann gibt es auch in den Bereichen besonderes Wachstum, beziehungsweise auch einzelne Wohnungen und so werden hochgelevelt oder beziehungsweise erreichen die nächste Stufe. Also das sollte man auch darauf achten. Wie kann man den Bodenwert erhöhen? Einmal durch Freizeitanlagen und natürlich durch die Bildung der Bürger. Und die Bildung der Bürger, das habe ich ja euch schon in den vorhergehenden Teilen gezeigt, wie man das macht. Da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. So, bevor wir jetzt aber richtig einsteigen, werde ich jetzt noch schnell ein neues Kraftwerk bauen, weil ich ja strommäßig ziemlich im Eimer bin, beziehungsweise ich einen zu hohen Bedarf habe. Jetzt schauen wir uns als erstes noch die neue Freischaltung an, und zwar ist es dieses fortschrittliche Windturbine. Die hat maximal, genau, 20 Megawatt war die Maximalleistung, die sie besitzen kann. Und die könnten wir jetzt einsetzen. Die hat einen Verschmutzungsgrad von 0, aber eine Lärmbelästigung von 75. Oder wir setzen nochmal ein Kohlekraftwerk ein. Niedrigere Lärmbelastung, aber enorme Verschmutzung, schafft allerdings auf 40 Megawatt. Ich glaube, ich werde lieber davon eine kaufen erstmal. Ich bräuchte schon fast zwei, sehe ich gerade. Ne, dann werden wir nochmal zu dem Dreckigen zurückgreifen.
Und die setze ich auch wieder ins Industriegebiet. So. Dann dauert es dann auch nicht lange und dann haben wir alle wieder Strom. Und ich kann euch die anderen Gegenstände noch zeigen, die wir uns freigeschaltet haben. Insbesondere das Transportwesen wird heute Teil des Videos sein. Und es wird der Schwerpunkt des heutigen Videos sein. Ja, so, ich musste mal einen längeren Cut machen, weil nachdem ich das Kraftwerk gebaut hatte, hatte ich kein Geld mehr für die Busstation. Die kostet 30.000, jetzt sind wir mittlerweile schon wieder auf 40.000. Es hat sich noch was weiteres ergeben und bevor wir mit der Nahverkehrsplanung anfangen, schauen wir uns erst die Totenköpfe an. Und die sagen eigentlich aus, dass da Verstorbene sind und die müssen jetzt abtransportiert werden. Und es ist auch ein Teil des Gesundheitswesens, wenn ihr hier auf das Gesundheit drückt, habt ihr eine Registerkarte Bestattungswesen. Und wie ihr seht, haben wir zurzeit keinen Friedhof. Und den werde ich jetzt auf jeden Fall bauen. Freigeschaltet wurde der bereits schon. Das war in der... Müssen wir mal gucken, dass ich was Falsches sage. In der vorhergehenden war das halt. Ah ne, wurde erst mit der freigeschaltet, also mit der boomenden Kleinstadt. Gut, war ich schon wieder vergessen. Ich bin alt. So, jetzt mal gucken, wo wir das hinstecken, den Friedhof. Jetzt setzen wir hier hin. Jetzt weiß ich jetzt gar nicht, braucht er Wasser? Strom brauche. So. Da hätten wir dann schon mal ein Problem erledigt und dann werden gleich die Toten wegtransportiert. Gut, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema des heutigen Videos und zwar dem Nahverkehr. Sinn und Zweck des Nahverkehrs ist, dass die Straßen ein bisschen zu entschlacken von dem ganzen Verkehr. Und wie ihr seht, gibt es einmal hier den Bereich, wo dunkelrot ist, da ist extrem viel Verkehr. Das sind aber alles LKWs, die kommen vor der Autobahn und fahren auf die Autobahn. Und die grünen Bereiche, so wie hier unten, da ist eigentlich gar kein Verkehr. Sieht man auch hier schön in der Legende, wie die farbliche Abstufung ist. Und ich denke, ich wäre jetzt, weil ich hier nämlich hier so ein bisschen einen roten Bereich habe und auch hier wieder, werde ich so eine Linie von der Innenstadt in Richtung Industriegebiet Süd machen und wieder retour. Ich denke, das wird uns ein bisschen helfen in der Verkehrssituation. Vor allem muss man recht frühzeitig an den Nahverkehr denken, weil umso weiter die Stadt voranschreitet, umso mehr wird der Verkehr zunehmen. Deswegen schadet es nichts, wenn man schon vorher an den Nahverkehr denkt. So, ich werde jetzt als erstes das Busdepot bauen. Das ist zuständig für die Ausschleusung der Busse. Und wenn wir das haben, können wir gleich umschwenken auf die Buslinie. Und die werden jetzt einfach an den Straßenrand gesetzt. Ich muss jetzt nochmal die... Das ist wieder das Problem, dass man die Layer-Ansicht mit dem Baumenü nicht zusammenstatten kann, beziehungsweise anzeigen kann. Das ist echt ein wenig dumm gemacht. Aber da müssen wir jetzt durch. Gut, ich fange glaube ich von da unten an. Ich führe das hier so raus und dann hier so unten. Mal gucken, das kriegen wir schon. So. Also ich fange hier an. Und lass mal einmal hier nochmal halten. Wie ihr seht, sind die alle happy, wenn sie eine Buslinie haben. Fahren wir hier vor die Geschäfte hin. Dann fahren wir hier unten rum. Und fahren. Ja, ich bin immer überlegen, ob ich. Ja, ich fahre hier entlang. Dann fahre ich hier vor nochmal. Fahre hier hoch. Und jetzt fahre ich schon wieder in Richtung Südstadt. Aber ich fahre nicht direkten Weg, sondern ich nehme den kleinen Umweg hier mit. Weil hier oben habe ich mich ja, wenn ich es mich noch recht entsinne, war ja hier oben schon ein bisschen rot. Und dann fahren wir hier einmal rum. Halten noch zu guter Letzt hier, wo noch nichts ist, aber wahrscheinlich was kommen wird. Und jetzt ist halt ganz wichtig, dass ihr die Buslinie hinten abschließt. Und das war's dann mit dem Thema der Buslinie. Und ihr habt eure erste Buslinie.
gestattet. Und hier fährt auch schon der erste Bus raus und der zweite gleich hinterher. Und die fahren jetzt diese Linie ab. So. Das ist eigentlich so der ganze Trick. Können wir nochmal gucken. So, der Bus ist unterwegs. Und jetzt kann ich hier nochmal Modify Line machen, beziehungsweise den Namen der Buslinie ändern und den nenne ich jetzt Innenstadt Industriegebiet Süd und die Linienfarbe, die können wir eigentlich blau lassen. So, das war eigentlich der ganze Trick mit der Buslinie. Schauen wir mal, ob wir das ein bisschen reduzieren können, den Verkehr, aber es wird nicht viel bringen, glaube ich. Das wird sich dann aber zeigen. Gut, das ist eigentlich so der erste Weg in den Nahverkehr und ihr seid gut beraten, wenn ihr solche Möglichkeiten anbietet, weil auch die Bürger wieder dadurch zufriedener werden. Wenn ihr euch fragt, was hier die ganze Zeit hier blinkt, das ist ein Hinweis, dass er nicht genügend gebildete Arbeitnehmer gefunden hat und deswegen hat er nämlich jetzt auch das Ladengeschäft geschlossen. Das ist nämlich auch ein Problem. Wenn er die Kapazitäten bzw. den Bedarf nicht erfüllt, dann kann es auch mal sein, dass der Laden dann geschlossen wird. Das ist immer ein Anzeichen dafür. Das wird auch nicht mehr neu belegt, sondern es könnte dann auch gleich abreißen. Also selbst wenn ihr wieder gebildete Bürger habt, das wird nicht mehr belegt. Zumindest sind das meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. So, und dann müssen wir dann doch nochmal gucken in den Bildungsbereich, ob wir da einen Bedarf haben. Na, das war doch die falsche Karte. Hä? Ach, ich habe das Ding noch angeklickt, deswegen. So, jetzt aber. Also Grundschule schaut ganz gut aus, das habe ich auch irgendwann mal gebaut. Oberschule schaut eigentlich auch ganz gut aus. Eine Universität gibt es noch nicht, aber die haben wir auch noch nicht. Also bildungsmäßig sind wir eigentlich gut dabei. Das Problem ist bloß, dass die Leute halt auch mal ja ausgebildet werden müssen, beziehungsweise dahin geführt werden müssen. Vielleicht wird es jetzt auch wieder ein Ding für unsere neue Buslinie, dass wir die Leute von den Städten bzw. von den Randbezirken zu den Schulen hinfahren. Und da werden wir jetzt als nächstes noch so eine Art Schullinie fahren. Jetzt muss ich mal gucken, die eine Schule war hier die Oberschule und die Grundschule war hier. Okay, das sind dann schon mal zwei Ziele. Und dann denke ich mal, dass ich von den Außenbezirken mal anfange. Genau, ich könnte eigentlich mal von da anfangen und mal rüberfahren. Und das werden wir jetzt als nächstes tun. Wir bauen jetzt nochmal eine Buslinie auf. Die beginnt hier. Fahren wir hier entlang. Fahren wir hier. Ja, manchmal ist es ein wenig tricky hier, aber mit den Abbiegungen wollen sie nicht so, wie ich will. Ich weiß auch nicht, wieso der jetzt hier unbedingt hier unten nicht langfahren will. Das gibt's doch nicht. Wo will denn der hin? Ach, da ist keine Straße, deswegen. Ach ja, mit rechter Maustaste könnt ihr den letzten Pfad wieder entfernen. Und dann könnt ihr den Weg neu setzen. Also ich will jetzt doch nicht hier ganz unten entlangfahren, sondern lieber hier entlang fahren. Wo waren jetzt die Schule? Die war doch da, oder? Ja, hier ist die Schule. Dann fahren wir hier entlang. So, dann fahren wir bis zur Schule hin. Dann werden wir in Richtung Hauptstraße fahren. Ich muss bis ganz davor fahren. Okay. Wenn wir nochmal einmal hier halten. An der Ecke. Dann fahren wir einmal bis hier vor. Von hier hin. Von hier hin. Halt. Das wollte ich nicht.
Von hier hin kann ich denn nicht hier wenden? Oh ne, ich muss bis da. Ach, Mist. Ne, dann fahren wir hier rum. Fahren wir hier entlang. Dann werden wir die Bushaltestelle mitnehmen. Dann fahren wir hier hoch. Und dann schließen wir das Ganze ab. Halt. So, das ist unsere Buslinie, die so ein bisschen die Schulen abdeckt. So, jetzt klicken wir mal. Schauen wir mal, jetzt müssten nämlich hier aus dem Busdepot wieder Busse rausfahren. Oh, da hat man gerade angezeigt, dass keine Verbindung beendet worden ist. Also wichtig ist halt, dass ihr die Verbindung auch beendet. Das war nix, deswegen reißen wir jetzt das ganze Ding wieder ab. Muss man doch irgendwie anders planen. So. Ne. So. Jetzt fahren wir hier bis zur Schule hin. Hä? So. Also wir fangen von der Schule jetzt mal an. Schon hat es ja nicht geklappt. So, dann fahren wir hier ab. Fahren wir hier ab. Halt, da nicht. Dann wollte ich da nochmal hoch in Richtung Schule. Dann fahren wir hier hoch. Fahren hier entlang. Fahren hier entlang. Hier nochmal. Dann fahren wir hier unten entlang. Hier nochmal. Dann müssen wir gucken, dass wir wieder hochkommen. Oh, wieso müssen wir denn so eine blöde Schleife fahren, ey? Dann fahren wir die Schleife halt, hilft ja nichts. Gut, dann haben wir jetzt doch noch zu guter Letzt eine Linie geschaffen. Das ist ein bisschen tricky hier. Weil die Straße ist so blöd gebaut, möchte mal wissen, wer die wieder hingezimmert hat. Jo, das sind halt die üblichen Schwierigkeiten, die es gibt, aber ihr könnt ja jederzeit wieder mit der rechten Maus die Linie wieder ein Stück zurücknehmen und dann läuft es dann schon. Okay, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Der nächste Meilenstein ist geschäftliche Kleinstadt bei 5500. Das wird noch eine Weile dauern. Und was euch da erwartet, erfahrt ihr im nachfolgenden Teil. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut.